Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht. Getty Images. Stefano Manzi erhebt schwere Vorwürfe. Der Bremshebel. Eklat von Romano Fenati in Misano hat bereits zur Entlassung des 22-Jährigen geführt. Jetzt hat sich sein Kontrahent Stefano Manzi zu dem Vorgang auf der Strecke geäußert und erhebt schwere Vorwürfe in Richtung seines Landsmannes. Die Skandalgeschichte des Motorsports ist um eine unfassbare Episode reicher. Im Mittelpunkt, der italienische Moto2-Pilot Romano Fenati. Fenati fasste seinem Landsmann Stefano Manzi beim San Marino GP auf der langen Geraden vor Kurve 8 bei Tempo 230 an den Lenker und zog dessen Vorderradbremse. Die einzig logische Konsequenz für den lebensgefährlichen Übergriff des Qualifikation Fenati war schon vorher als gefährlich impulsiv aufgefallen. 2015 trat er bei einer Warm-up-Session nach Niklas Acho und schaltete dessen Motorrad aus. 2016 flog er nach einem Streit mit seinem Crew-Chef Valentino Rossi aus dessen VR46-Team. Fenatis legendärer Ex-Teampate Rossi ist allerdings auch kein Waisenknabe, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Sport 1 erinnert an die größten Skandale im Motorsport. 1984, das Team des Ex-Holzfällers Ken Tyrrell füllt in jedem Rennen beim letzten Boxenstopp Bleikugeln in den Tank, um auf das nötige Mindestgewicht zu kommen. Während der Rennen fahren die Wagen mit dem unterlegenen Saugmotor mit Untergewicht, um gegen die überlegenen Turbomotoren mitzuhalten. Der Betrug fliegt auf dem Team mit Fahrer Stefan Berloff, werden alle Punkte gestrichen. 1989, Alain Prost, kollidiert beim Grand Prix in Japan in der ersten Kurve absichtlich mit Teamkollege Ayrton Senna. Prost scheidet aus, Senna kämpft sich zurück und gewinnt, wird aber nachträglich disqualifiziert wegen Abkürzens. Prost wird Champion, Senna wittert eine Verschwörung. 1994, der erste Weltmeistertitel von Michael Schumacher geht nicht als der sauberste in die Geschichtsbücher ein. Beim England Grand Prix wird Schumacher der zweite Platz aberkannt. In der Einführungsrunde überholt er verbotenerweise den Briten Dimon Hill und weigert sich, die Zeitstrafe in der Box abzusitzen. Außerdem ignoriert er mehrfach die schwarze Flagge. 1994, beim Grand Prix in Belgien wird Schumacher ebenfalls disqualifiziert. Die Holzplatte am Unterboden seines Benetton Ford ist zu dünn. Im WM-Finale in Adelaide beschädigt er nach einem Ausrutscher seinen Boliden. Kurz lädt er seinen Rivalen Damon Hill zu einem Überholversuch ein, beide Autos kollidieren. Schumacher scheidet sofort aus. Hill wenig später, Schumi ist erstmals Weltmeister. 1998, Schumacher führt das Rennen in Belgien bei strömenden Regen souverän an. Der WM-führende Mika Häkkinen ist bereits ausgeschieden. Als Schumacher zum Überrunden von David Coulthard, McLaren-Teamkollege von Häkkinen, kommt, kracht er dem Briten ins Heck. Coulthard beteuert, nicht absichtlich gebremst zu haben. Schumacher ist sauer, beide wechseln für sehr lange Zeit kein Wort mehr. 2001, let Michael pass for the championship. Mit diesem Satz befiehlt der damalige Ferrari-Teamchef Jean-Todt Rubens Barrichello Schumacher beim Österreich GP im Sinne der Fahrer-WM auf der Zielgeraden passieren zu lassen. 2010 kommt der Teammörder-Verdacht erneut auf. Beim Deutschlandrennen teilt das Team Felipe Massa mit, dass Fernando Alonso schneller ist. Am Ende macht der Brasilianer seinem Teamkollegen Platz und Alonso gewinnt. 2001, in diesem Jahr eskaliert die offen ausgetragene Feindschaft der beiden MotoGP-Stars Valentino Rossi L. und Max Biaggi, die sich offensichtlich selbst bei der Champagner-Dusche keines Blickes würdigen. In Katalonien kommt es bei der Siegerehrung sogar zu einer Schlägerei zwischen beiden. 2005, der Reifenskandal von Indianapolis. Michelin bringt die falschen Reifen zum US Grand Prix mit. Es kommt zu Reifenschäden.
Am Ende starten nur lächerliche 6 Autos, jene auf Bridgestone-Reifen, in den kleinen Preis der USA. Die Fans loben, die Welt lacht die F1 aus 2007. Die beiden Mechaniker Nigel Stenny, Ferrari, und Mike Colin, McLaren, tauschen Daten aus. Das Ganze fliegt auf, als Colin die heiklen Seiten in einem Copyshop vervielfältigen will. Fernando Alonso, der davon weiß, tritt als Kronzeuge auf und sagt gegen sein eigenes Team aus. McLaren verliert nach der Spionageaffäre alle Konstrukteurspunkte und zahlt eine Rekordstrafe von 100 Millionen US-Dollar 2008. Die britische Zeitung News of the World berichtet von der Existenz eines Videos, worauf 4 Chef Max Mosley als Gastgeber einer Sexorgie mit Prostituierten in Nazi-Uniformen zu sehen sein soll. Die Empörung seitens der Öffentlichkeit und einiger Automobilhersteller ist groß. Mosley bleibt jedoch im Amt und gewinnt einen Rechtsstreit gegen die Zeitung 2009. Alexandre Prémat und Timo Scheider kommen nach dem Rennen in Zandvoort eine halbe Stunde zu spät zum Wiegen. Prémat verliert seinen 4. Platz, Scheider seinen 8. Auch Markus Winkelhock wird der 6. Rang aberkannt. In seinem A4 ist die geforderte Restbenzinmenge nicht mehr vorhanden. Ebenso disqualifiziert Christian Baccarat. Der Däne erscheint gar nicht zum Wiegen. Später heißt es, Christian hat das ganz vergessen. 2015, auch die MotoGP sorgte schon für einen Skandal. Das Team LCR Honda im Bildpilot Kyle Crutchlow wartete vergeblich auf 2,5 Millionen Euro von Hauptsponsor CWM. Dieser geriet wegen Geldwäsche, gewerbsmäßigen Betrugs und Vorspiegelung falscher Tatsachen in das Visier der Ermittler. Zudem wird CWM-Chef Constantino wegen mehrfacher sexueller Belästigung angeklagt. Der Rennstall von Lucio Cecchinello, für den auch Stefan Bradl gefahren ist, kündigte den Vertrag mit dem dubiosen Hauptsponsor 2015, Funkspruchskandal in der DTM. Audi-Pilot Timo Scheider schießt Mercedes-Fahrer Pascal Wehrlein ab nach einem Kommando aus der Box. Scheider-Kollege Matthias Ekström kann dadurch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. In der letzten Runde ist Audi-Motorsport-Chef Wolfgang Ulrich über den Teamfunk zu hören. Timo, schieb ihn raus. Später behauptet Ulrich, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er über den Teamfunk zu hören sei. Scheider wird nach dem Rennen disqualifiziert. 2015, im vorletzten Rennen der MotoGP in Malaysia, kickt Rekordweltmeister Valentino Rossi seinen Rivalen Marc Marquez in einer Kurve mit einem Knietritt von der Strecke. Der Italiener hatte sich auf der Jagd nach seinem großen WM-Konkurrenten Jorge Lorenzo vom Spanier eingebremst gefühlt und rechtfertigte seine Aktion später: Marc fuhr nur, um mir im Weg zu stehen. Dabei habe ich sehr viel Zeit verloren. Die Aktion ging nicht nur image-technisch nach hinten los. Rossi handelte sich eine Strafe ein, die ihm letztlich seine letzte WM-Chance raubte. Lorenzo wurde Champion und fällte ein vernichtendes moralisches Urteil. Wir haben den Respekt vor ihm als Sportler verloren, sagte er. Eine Handlung, bei der ein Gegner versucht, einen Rivalen mit über 200 km pro Stunde zu töten, indem er den Bremshebel betätigt. Das ist unverzeihlich, sagte der 19 Jahre alte Manzi dem Portal One.com. Das könnte Sie auch interessieren. Offiziell, Moto2-Team trennt sich von Romano Fenati. Fenati wurde für sein irres Manöver lediglich für 2 Rennen gesperrt. Im Anschluss feuerte ihn sein Team. Der Italiener hatte beim Moto2-Rennen in Misano auf der Gegengeraden bei 217 km pro Stunde seinen Kontrahenten Manzi in den Hebel der Vorderradbremse gegriffen und ihn in weniger als einer Sekunde um 90 km pro Stunde ausgebremst. Mehr auf MSN für weitere Videos klicken, Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.